Weißsein ist ein rassistisches soziales Verhältnis, das in nahezu alle Lebensbereiche ausstrahlt. Welche Kulturen als wertvoll, zivilisiert und wichtig gelten, wird oft durch die Nähe zu Weißsein, Eurozentrismus und westlichen Werten bestimmt. Wir gehen davon aus, dass der Lehrplan in Österreich nur aus dem besteht, was offiziell deklariert ist. Das stimmt so aber nicht. Wir haben tatsächlich stille Gesetze. Chancengleichheit ist definitiv nicht Chancengerechtigkeit. Also ein bisschen noch einfacher erklärt, erfahre ich als schwarze Frau sowohl Rassismus als auch Sexismus beispielsweise. Dass wir die Praxis der Intersektionalität erst entwickeln müssen. Wir müssen erst schauen, wie wir jetzt damit umgehen, wie wir damit umgehen, dass so viele Systeme eben wirken. Im Gegensatz zu offen rassistischen Beleidigungen oder Begriffen handelt es sich bei Mikroaggressionen um subtile Aussagen und Handlungen, die das Gegenüber herabwürdigen.